Das Symbol des Stierkultes oder des stilisierten umgekehrten Patentgrammes mit dem einäugigen oder dem dritten Auge der Kamera Obscura, des Satankopfes, aus dem der satanische Symbolismus und das christliche Kreuz abgeleitet worden sind. Pentagramm steht hier für angenommenen falschen Geist einer mechanisierenden Manifestation der Vier-Elemente-Lehre mit der Spitze des psychischen fünften Elementes oder dem Pol der Göttin der Geburt nach unten eine 5 gerade sein zu lassen. Eine von Krisenmanagern zu bestätigende Normentsprechung der Identitätskrisen. Der Stier- oder Fruchtbarkeitskult der Sotis, Stieropfer, ist die unten austretende Schlange. Zumeist ist der Satanskopf des Stierkultes im Pentagramm als Totenschädel eines Stieres abgebildet, wobei die Hörner das Sacrum der Göttin der unmenschlich-grobsinnigen Geburt oder Fruchtbarkeit bezeichnen, weshalb der Satanskopf auch als Gehörn der Ziege erscheint. Opferlamm, Sündenbock, schwarzes Schaf. In Übergang der kosmischen Signatur des Sternzeichens des Stieres in Übergang zu dem des Widderramhorn. Dieses Gehörn des Satankopfes, einer Zuordnung von Ursachen hier erstmals vorgestellt, umschließen dann das weibliche Ovarium der Eleusinien und das Auge geistiger Blindheit und Unwissenheit in der Mitte. Venusherd unzähliger Keimlinge, Feuer im Eisen des Solarplexus, das die Isis über ihrem Haupt zwischen den Hörnern trägt. Bezeichnet die Eizelle Hysteria Uterus oder Lebenskraft, assimilierenden Bauchgehirnes der Geschmacksbildung. Schon genetisch vorsortierte Embryonen unfruchtbar zu machen, da die virile Gonade wesentlich tiefer hängt als die goldenen Äpfel der Hesperiden oder das Attribut des Granatapfels der Göttin der fleischlichen Geburt Eva oder Hera, die himmlische Geburt, jungfräuliche Wiedergeburt des Geistes oder heiliges Sinnesbewusstsein mit Wahnsinn der Maniamenaden oder Furien der ärztepsychotischen Hexenjagd zu verfolgen und mit rührigen Taumelkelch oder schüttelnden Würfel oder Knobelbecher der Orakelmuseen des Urpokal und die Veräppelung der Pferdegöttin Minerva fällt noch tiefer ins Gewicht. Das höchste geheilte Sinnesbewusstsein oder kosmisch geheiligte Bewusstsein, das somit auch ein Hero über den Pol fleischlicher Geburt oder Reinkarnation geworden ist, wird daher als heilig bezeichnet oder Christen nennen diese Belehrung auch Heiliger Geist, kosmisches Bewusstsein. Für die höhere Bildung ist der jüngste Tag oder Todestag der wahre Geburtstag. Dieser Geist ist nicht mehr Orion, Osiris zerstückelter Sinneseindrücke der Taster und Raster, der Fächermasche programmatischen Maschinensystems oder Pizza Connection von Fragner, diesen wie schon der Diskos von Paistos mundgerecht zu zerstückeln. Am entferntesten davon ist natürlich ersatzweise der Gruppengeist der Sinnesdröhnung, da man erst einmal ein Individuum sein muss, ein selbstloses oder altruistisches Allbewusstsein entwickeln zu können. Ohne eine fundierte Meditationspraxis, das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheiden zu lernen, da der Magnetismus das Wesen des darin schwebenden Erzstäubchen oder Wandelgestirnes bildet, sind Erkenntnisse und Belehrungen der Tiefenschärfe zum wahren Verstehen des Objektträgers, da diese Mnemosyne oder Mneme doch die Mutter der Votivbilder oder Trugbilder der Museen sind, bei rein mechanischen Wechselobjektiven der Gehirnwische das ärztepsychotisch isolierte Schwachstromgehirn wissenschaftlicher oder spartanischer monokultivierter Konstruktion von persönlichen, wirtschaftlichen, sozialen Defiziten, die noch menschengerechte Natur vollkommen untauglich zu alienieren,
zu der rein mechanischen Bildträgerinformation auch die unerlässliche Gefühlswelt zu entwickeln oder zu speichern, die diese daher lehramtspsychotisch, pharmakologisch aufweichen, verdrängen und betäuben müssen, wobei die Drogenwaffe oder Gehirnwäsche des Kulturkampfes, des Stierkultes auf drogensüchtige Ärzte, wie den Psychoanalytiker Sigmund Freud, deren Propaganda auf Drogen der Pharmazeutik basieren, wodurch die ganze grobstoffwahnsinnige Wissenschaft zu einem dämonischen Sektenkult des Votivbildes einer Abgötterei von Ärzten mutieren muss, die im Internet dann die suggestive Wirkung ihrer Defizite von seelisch und geistig toten Bildern auf das Gehirn testen und ausspionieren. Die Natur nach Vorgabe des Kartellkult gezielt zu zerstückeln, sind die Ursachen von Erinnerungslücken und Hirntod. Nur ein Teilwissen von der Natur, nur Bruchstücke besitzen zu dürfen, weder verständlich noch negative Folgen einer falschen Belichtung und Perspektive zu korrigieren. Das verramschte, diffuse Bild wird dann verworfen samt Versuchsanordnung. Obwohl künstliche Schwachstromgehirne die Informationen magnetisch aufladen oder lichtmechanisch lesen und speichern, können Ärzte und ihre speziell gezüchtete Amtsspezies, die keine menschengerechte Natur vertreten können, die Immensität der Lebenskraft selber lebender Wesen nicht simulieren, ersetzen oder neu psychoautomatisch zusammenflicken. Die Morbidität von seelisch und geistig toten Ärzten bildet daher ein sektiererisch motivierter Kult von Wahrsagern, ihren Wahnsinn best eingespielter Propagandamanier der SS-Totenkopf-Potentials die Dinge auf den Kopf zu stellen, an das rein mechanische Votivbild zu idolisierender kranker Gehirne ihres Giftes, des Multikulti-organisierten Drogenkrieges zu binden, die Ämter Gottes oder noch menschengerechte Natur, die das geweihte Schnitzbild oder Atom noch mit Gefühlskraft beleben, aufladen oder einer geistigen Gärung des Naturgiftes aussetzen wollen, als Wahn zu verkaufen, da dieser Staatskult ausgemachter Ärzte psychotischer Feinde der Bildung und Offenbarung der Natur einer korrekten Gefühlswelt sind, die von der Abstraktion des Geistes gebildet wird, den die Psyche wirklich besitzt. Man muss diese ungeheure, morbide, abartige Verkommenheit einer umdrehenden Psychodrogen-Waffenschmiede skrupelloser spartanischer Proports, Wettbewerbs- oder Profitdenker der Eigendarstellung einer Dirne oder der Propoetiden bedenken, wie diese sich ins Licht stellt oder bloß staatlicher Lehramtsträger, die wie Puppengehirne mechanisch eiskalt arbeitendes Sinnesbewusstsein einer über viele Generationen hinweg idolisierten Erzhure oder gezielten Ausnahmezustanden von daran sinnesgebundenen Genussmenschen zu kultivieren und zu produzieren, welche von Staatsbeamten kontrolliert werden, um zu erfassen, wie tief diese schon den Schalk im Nacken unter die sich selbst strangulierende Körpermasche oder Sinnesanmache ihres Satankopfes oder Stierkultes der vertierenden Geburt gefallen sind, die das alles in den Schatten stellende Geburts- oder Gesundheitswesen einer seelisch und geistig toten Organmaschine staatlich zu eiskalt geplanten Verbrechern der pharmakologischen Methomanie, des Taumelkelches oder der Folterung wie eine Waffe zu Verbrechen an dieser Gefühlswelt einsetzt, deren Geist Ärzte psychotisch zu isolieren und in den Schatten zu stellen, die Offenbarung einer wahren Natur der Dinge mit allen Mitteln der Hexenjagd zu unterbinden, da das Matriarchat schon nach der Gretchenfrage von Genussmenschen, was sogar Goethe begriffen hatte, einen morbiden Dirnenkult der Zukunft bildet. Diese haben daher mit dem 16. Jahrhundert der Adaption der Einäugigkeit oder Schalk im Auge der Faschingsbildung der Camera Obscura faustischer Hochschule ein neues mechanisches Verständnis der Raumausrichtung des Raumzeitkontinuums zu ihrem Einstein-Potentialkrater eines seelenlosen und geistlosen Hülsen- und Schotenwerkes deformiert, nach deren Konvention eine Theogonie
alle Fixsterne bloß als nicht zu spezifizierende Messwolke zu wähnen und aus ihren Verbindungslinien, Alignments oder geistigen Band zu lösen, ihre wahnsinnige Ausrichtung eines Teilwissen geistloser Perspektive von Trugbildern auf den Sternenhimmel zu projizieren, das kosmische Bewusstsein allwissend bewusster Gefühlskraft mit dem spartanischen staatserziehungsamtlichen Sinnesbewusstsein eines zivilisierten Dirnenkultes, des Satankopfes oder des Stierkultes der Geburt, Sotis, Io, Ishtar, Astarte, Ashra und so weiter, zu Asche auszulöschen. Wenn ich mit Zahlen und Figuren sind Schlüsse aller Kreaturen, wenn die so singen oder küssen, mehr als die tief gelehrten Wissen, wenn sich die Welt ins Freie gibt. Yeah.